Willkommen zurück zu einem neuen Video, Leute. Ich dachte mir, dass ich euch heute mal wieder einen kleinen Einblick in mein Training zeige. Und zwar, wie mein Training aufgebaut ist. Ich trainiere nämlich seit einiger Zeit nach einem Oberkörper-Unterkörper-Split. Das bedeutet, dass ich an einem Tag alle Muskeln meines Oberkörpers bearbeite und am anderen Tag eben meinen gesamten Unterkörper. Dadurch hat man den Vorteil, dass man öfter in der Woche einen Reiz setzt und somit schneller seine Leistung steigern kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Trainingssplit, den ich euch jetzt im Folgenden vorstellen werde, für jeden geeignet ist. Ein Trainingsplan ist nämlich sehr individuell und davon abhängig, wie der Leistungsstand ist und wie oft man dann tatsächlich in der Woche ins Training kommt. Dementsprechend passt man dann das Training an und gestaltet einen Trainingsplan. Wenn ihr Bock habt, kann ich da gerne mal ein Video dazu machen, wo ich sozusagen für jeden möglichen Trainingsplan vorstelle. Da ich gestern mit Buck zusammen den Oberkörper trainiert habe und wir ein paar Trainingsausschnitte mitgefilmt haben, werde ich euch heute zunächst mal mein Oberkörpertraining vorstellen. In den nächsten Tagen werde ich euch dann ergänzend noch das Unterkörpertraining abfilmen, dann habt ihr einen optimalen Einblick, wie ich trainiere. Und wer jetzt 5-6 Mal in der Woche trainieren geht, so wie es bei mir jetzt zum Beispiel der Fall ist, der kann gerne nach dem Plan trainieren. Der Plan ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Und ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mega gute Fortschritte dadurch gemacht und probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, die Mädels haben jetzt noch nicht weggeschaltet, denn für euch ist der Plan auch interessant. Wie ihr vielleicht schon in einem älteren Video von mir gesehen habt, habe ich euch mal gesagt, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob man jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist, wie auch immer. Das Training ist für jedes Geschlecht gleich. Also Mädels, nicht wegschalten, ihr müsst auch euren Oberkörper trainieren und ihr könnt euch genau nach meinem Plan aufrichten. So, nicht wundern, ich habe mich jetzt hier komplett vollgekleckert, weil ich nicht in der Lage bin zu trinken. Wie auch immer, wir fangen jetzt mal mit dem Oberkörpertraining an. Und zwar ist das Training folgendermaßen aufgebaut. Zunächst machen wir eine Übung für die Brust, dann für den Rücken, anschließend wieder für die Brust und anschließend wieder für den Rücken. Dann kommt die Schulter und dann kommen die Arme. Wir machen die Brust- und die Rückenübungen immer im Wechsel, damit man sich kurzfristig ein bisschen erholen kann und die Intensität nicht verloren geht. Die erste Übung ist das Flachhanteldrücken mit der Langhantel. Und zwar ist das so meine Lieblingsübung für die Brust, weil man einfach die gesamte Brust mit der Übung am besten treffen kann. Beim Langhanteldrücken generell ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man die Ellenbogen nicht auf Höhe der Schulter nimmt, sondern dass sie so in etwa zwischen Brust- und Schulterhöhe sind, damit man einfach aus der Brust arbeitet und nicht aus der Schulter raus. Außerdem ist wichtig, dass die Ellenbogen zu jedem Zeitpunkt senkrecht in den Boden runtergehen. Das bedeutet, man kann nicht einfach nach der Faustregel gehen und den kleinen Finger an den Ring, an die Markierung von der Stange setzen. Das ist nämlich komplett abhängig davon, wie lang eure Arme sind, wie groß ihr seid. Deswegen so als kleine Faustregel von meiner Seite, macht die Hände einfach so breit an der Stange, dass wenn ihr runtergeht, euer Unterarm immer senkrecht in den Boden runtergeht. Generell werdet ihr im Laufe des Videos feststellen, dass ich immer sehr, sehr langsam und kontrolliert arbeite, dass ich das Gewicht immer unter Kontrolle habe und das Gewicht nicht mich unter Kontrolle hat. Ich quasi zu jedem Zeitpunkt der Ausführung das Gewicht stoppen könnte. Das mache ich aus dem Grund, dass ich zum einen mich nicht verletzen möchte und zum anderen den Muskel optimal fühlen möchte und reizen möchte. Außerdem ist sehr, sehr wichtig, dass ihr immer den gesamten Bewegungsablauf durchgeht und die Stange bis zur Brust nehmt. Kommen wir zur zweiten Übung, und zwar der ersten Rückenübung. Und zwar der Latzug ist optimal, um den Latissimus, also den breiten Rückenmuskel, anzugehen. Es ist einfach eine Ersatzübung für den klassischen Klimmzug. Also wer Klimmzüge machen kann, wer über 10 Wiederholungen schafft, der kann auch Klimmzüge machen. Heute haben wir aber einfach den Latzug genommen, weil einfach viele nicht in der Lage sind, einige Klimmzüge zu machen. Deswegen könnt ihr den Latzug einfach verwenden, um optimal auf den Klimmzug hinzuarbeiten. Wichtig beim Latzug einfach, die Stange nicht runterzureißen, sondern wie beim Klimmzug auch, langsam mit Gefühl die Brust zur Stange zu ziehen. Also immer als Bewegungsvorstellung Brust zur Stange und nicht Stange zur Brust. Auch eine Sache, die ich immer wieder sehe, versucht nicht mit dem Rücken viel zu weit nach hinten zu rudern, sondern macht einfach mit dem Kopf Platz, damit die Stange zur Brust runter kann und das war's. Ihr müsst nicht großartig weit zurückgehen. Wichtig außerdem bei der Ausführung, versucht immer die Ellenbogen nach innen zu drehen, wie auch beim Bankdrücken schon. Dann könnt ihr den Rücken besser spüren und ihr macht die Übung einfach korrekt. Die dritte Übung, und zwar die zweite Übung für die Brust, war das Bankdrücken auf der Schrägbank. Auch wieder mit der Langhantel, man kann es auch mit Kurzhantel machen. Ich variiere das einfach immer. Hier gilt das gleiche wie bei dem Flachbankdrücken, dass man die Ellenbogen schön nach innen nimmt, dass man nicht zu arg aus der Schulter raus arbeitet, um sich nicht zu verletzen und um effektiv die Brust auch zu treffen. Ganz wichtig ist folgender Punkt, den ich selber jahrelang falsch gemacht habe und die obere Brust nicht wirklich gespürt habe. Versucht während der Ausführung die Schulterblätter hinten zusammenzuziehen und nach unten zu führen. Wenn ihr in der Position seid, fühlt ihr die Brust einfach viel, viel besser. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist wie immer langsam, kontrolliert,
bla 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 bla. Ihr wisst es doch alles, ihr seid Experten. Die vierte Übung und somit die zweite Übung für den Rücken heute war diesmal der Überzug bzw. Pullovers auch genannt. Hier kann man auch ganz, ganz viel falsch machen und den Rücken damit nicht wirklich spüren. Wichtig ist, dass die Arme einen kleinen Winkel haben und man diesen Winkel nicht verändert. Also ihr führt den Arm quasi einfach nur mit dem Rücken runter, ohne die Arme zu beugen. Das ist ganz wichtig, um einfach den Trizeps rauszulassen bei der Übung und effektiv den Latissimus zu bearbeiten. Geht einfach in den Kabelzug, sucht euch eine breite Stange. Ich verwende am liebsten eine Stange, die etwas breiter ist als die Schultern. Dann geht ihr einen halben Schritt zurück, dass ihr somit schon so eine kleine Vorspannung erzeugt habt. Geht komplett in die Dehnung, dort ist die Ausgangsposition und dann führt ihr, wie gesagt, mit fast gestreckten Armen die Stange einfach runter bis zur Hüfte. Das ist auch eine Übung, wo man den Rücken wirklich gut spüren muss und mit wenig Gewicht arbeiten sollte, die Übung kontrolliert ausführen sollte und wie immer auf keinen Fall mit Schwung arbeiten. Die fünfte Übung war die erste Übung für die Schulter und zwar das Überkopfdrücken bzw. Military Press. Eine sehr, sehr gute Übung, um die gesamte Schulter zu bearbeiten. Bei der Ausführung ist es sehr, sehr wichtig, dass man zunächst mal einen stabilen Stand hat, weil wer auf wackeligen Füßen steht, keinen stabilen Stand hat, der kann obenhin auch nicht wirklich sauber arbeiten. Leicht in die Hocke gehen, also ihr steht nie mit komplett gestreckten Knien da. Ich arbeite bei Übungen, die jetzt eine große Rumpfspannung erfordern, meistens mit einer Pressatmung. Es ist nicht das Allergesündeste, weiß ich selber. Da können Gefäße im Kopf platzen und so weiter. Man weiß viel, macht es trotzdem. Aber Vorteil der Pressatmung ist einfach, dass man eine sehr, sehr gute Rumpfspannung halten kann und nicht instabil wird. Wie ich es also mache ist, ich halte die Luft an, führe die Stange über den Kopf, atme dann aus, führe die Stange wieder runter und wieder ein. Hierbei ist außerdem sehr, sehr wichtig, dass man nicht mit dem Rücken zurückgeht, um der Stange Platz zu machen, damit sie über den Kopf kommt, sondern dass man einfach, wenn man nach oben geht, mit dem Kopf Platz macht, wo der Rücken gerade bleibt. Das war's zum Military Press. Kommen wir zur letzten Übung und zwar eine Übung für den Bizeps. Ganz gewöhnliche Bizeps Curls. Kann man in jeder möglichen Ausführung machen. Ich habe es heute auf einer Schrägbank gemacht, um den Bizeps wirklich sehr, sehr gut zu fühlen, ohne Schwung arbeiten zu können, weil wer stehen Curls macht, der kommt schnell in Versuchung, ein bisschen Schwung mitzunehmen. Und das ist eben auf einer Bank unmöglich. Schön kontrolliert arbeiten, vor allem die negative Bewegung schön sauber mitnehmen. Ich persönlich nehme für den Bizeps auch sehr, sehr wenig Gewicht eigentlich. Ihr wisst, Gewicht ist sekundär. Worauf es wirklich ankommt, ist einfach der Reiz, der gesetzt wird. Und den Reiz kann man mit viel Gewicht, aber auch mit wenig Gewicht und einer sauberen Wiederholung erzeugen. Ich persönlich mache den Sport sehr gerne und habe auf jeden Fall vor, ihn noch jahrelang zu machen. Deswegen ist einfach wichtig, mit schön sauberer Technik zu arbeiten, so viel Gewicht wie möglich, aber so wenig Gewicht wie nötig zu verwenden. Habt ihr verstanden? Dann werdet ihr euch nicht verletzen und die Ergebnisse werden trotzdem kommen. Das war's zu meinem Oberkörpertraining. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen, habt ein paar Sachen dazugelernt. Wenn ihr Interesse am zweiten Training habt, also quasi am Unterkörpertraining, lasst mich mit einem Kommentar und einem Daumen nach oben hören, wissen, sehen, wie auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.